Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge des VfL Wolfsburg Karrieremodus und zwar heute mit dem endgültigen Saisonfinale. Wir haben jetzt noch das Spiel des DFB-Pokalfinals vor uns, genauso wie das Champions League-Finale und das werden auf jeden Fall zwei richtig, richtig geile Partien. Ich bin richtig, richtig gespannt darauf und ihr wahrscheinlich ganz genauso. Wir haben jetzt die zweite Saison mit dem VfL sozusagen beendet. Die erste Saison, da ging es bis zur Winterpause echt extrem bergab. Da haben wir bis zur Winterpause waren wir, glaube ich, auf den Abstiegsplätzen. Danach haben wir uns hochgearbeitet und sind letztendlich sogar noch in die Champions League Qualifikation gerutscht und haben uns somit für die Champions League qualifiziert. Und die zweite Saison, die läuft einfach nur fantastisch. Wir sind auf jeden Fall schon mal Meister, sind im DFB-Pokalfinale. Und dazu auch noch im Champions League-Pokalfinale. Und das Ganze auf Legende, das natürlich richtig, richtig gut ist, wenn man nicht überlege, dass wir auf Weltklasse angefangen haben und da eigentlich fast abgestiegen sind und jetzt auf Legende das Ganze hier ganz gut rocken. Das freut mich auf jeden Fall riesig. Ihr seht hier im Kalender, zwei Spiele stehen noch an und ich habe im letzten Part, habe ich gefragt, soll ich das Ganze mit Cuts machen oder ohne? Und ich bin jetzt gerade davor, dass es fast genau 50-50 steht. Also es ist so unglaublich knapp beieinander, dass ich mir jetzt überlegt habe, ich will es einfach beiden recht machen. Ich möchte da nicht so eine knappe Mehrheit komplett gewinnen lassen. Deswegen habe ich mir überlegt, das eine Spiel cutte ich und das andere Spiel läuft direkt durch. Und da habe ich mir so überlegt, dass wir das DFB-Pokalspiel jetzt gegen Dortmund, dass wir das ganz normal mit Cuts fortsetzen und dann das Finale der Champions League gegen Bayern München, das deutsch-deutsche Finale, das werden wir dann ohne Cuts spielen. Das heißt, ihr seht alles. Ihr seid live dabei, 90 Minuten, vielleicht sogar 120 Minuten. Das wird richtig, richtig interessant. Und ja, wir gehen jetzt erstmal in die Aufstellung fürs Spiel im DFB-Pokal. Das wird auf jeden Fall mega interessant. Ich bin echt unglaublich gespannt, wie das Ganze so ausgehen wird. Und ich bin sogar der Meinung, dass wir direkt so antreten könnten. Ist Rodriguez wieder fit oder wird er erst in der Winterpause wieder fit? Der wird erst in der Winterpause wieder fit. Das heißt, wir kümmern uns hier, glaube ich, eher sogar um die Ersatzbank, wen wir da so mitnehmen werden. Schürrle würde ich ganz gerne mitnehmen. Wir haben jetzt wirklich alle Spieler, die fit sind. Da ist das echt eine große Auswahl. Lahaye will ich eigentlich auch mitnehmen. Draxler muss mit. Ich glaube, wir gehen so vor. Ist Saint-Maximin nicht hundertprozentig fit, deswegen fangen wir, glaube ich, mit Niang einfach mal an. Oder Saint-Maximin bleibt sogar zu Hause und dann nehmen wir noch einen Schürrle mit. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das so, glaube ich, sogar. Und ich denke mal, dass wir so eigentlich ganz gut die Aufstellung treffen werden. Ich hoffe mal, dass sich niemand noch vor dem Champions League-Finale verletzt. Aber ich bin echt mega gespannt, wie diese Saison hier ausgeht. Es wird echt unglaublich. Ihr habt auch eine Abstimmung gemacht. Die meisten von euch glauben, wir gewinnen beides. Wir gewinnen die Champions League und den DFB-Pokal. Da bin ich natürlich ein bisschen unter Druck. Da bin ich ein bisschen nervös. Ich hoffe mal, es klappt so, wie ihr wollt. Aber ich kann euch da wirklich nicht alles versprechen. Wir spielen jetzt gegen Dortmund. Da wird natürlich auch der Kader wieder richtig interessant sein. Dortmund ja letztes Mal im Spiel, das habt ihr nicht mehr gesehen, mit 1:1 dem Kader, den sie derzeit auch zur Verfügung haben. Ich bin gespannt, ob sie den jetzt auch im DFB-Pokalfinale an den Mann bringen. Oder ob sie da vielleicht schon den einen oder anderen Spieler geschont haben. Da bin ich echt gespannt. Müssen wir aber mal schauen. Aber ich hoffe mal, ups, da bin ich falsch gelaufen. Ich hoffe erstmal in allererster Linie, dass wir das Ganze hier gewinnen. Und die Pässe von Insigne, die sind wohl noch nicht ganz so gut. Der muss sich wohl noch ein bisschen warm machen, der Junge. Und jetzt sind wir hier in Berlin im Champions League Finale. Oh mein Gott, nicht im Champions League Finale, sondern natürlich... Warum habe ich keinen Sound auf den Ohren? Das frage ich mich gerade. Da, jetzt habe ich Sound auf den Ohren. Im DFB-Pokalfinale. Die Kommentatoren sind natürlich nicht Martin Thailand, Adam Smith, sondern die Kommentatoren sind hier FIFA Tour und wir haben uns echt durchgesetzt. Im Halbfinale mit 1:0 gegen Mainz, im Viertelfinale haben wir dominiert, im Achtelfinale mit 2:0 über, wer war das jetzt gerade da? Über Gladbach. Dortmund hat sich im Halbfinale gegen Hertha durchgesetzt und jetzt sind wir hier. Wir sind hier in Berlin und dürfen das DFB-Pokalfinale bestreiten. Hier in Senior versus Aubameyang. Aubameyang ein bisschen älter, aber der wird wahrscheinlich auch wieder mit allen Top-Clubs in Verbindung gebracht. Hier haben wir auch noch einen Carvalho in Senior. Da haben wir den Top-Mann Aubameyang, daneben Reus. Aber das ist wirklich hier, ihr seht, das Stadion ist halb grün, halb gelb. Aber ich würde sogar sagen, es ist sogar mehr grün. Oder sollen das hier in der Mitte neutrale Fans sein, die auch mal ein bisschen grün sind, mal ein bisschen gelb? Ich glaube, in der Mitte sind neutrale Fans, hier hinter uns links sind unsere Fans und da hinten sieht man die Dortmund-Kurve. Wir sind gespannt, wie Dortmund aufläuft. Hier sehen wir nochmal den Pokal, den hier beide gewinnen sollen. Bürki im Tor, Piszczek, Ginter, Hummels und Schmelzer in der Innenverteidigung.
Dann haben wir Weigel davor, Castro, Gündogan, links Reus, rechts Mkhitaryan und als einzige Sturmspitze haben wir da Aubameyang, eine ziemlich defensive Formation, so wie ich das jetzt gerade sehe. Also es sind auch noch die Mittelfeldspieler mit Gündogan und wer war das noch? Castro war das, Gündogan und Castro sind noch so ein bisschen nach hinten gerückt. Weigel sowieso ziemlich defensiv und auch einen Reus und Mkhitaryan nicht so ganz offensiv. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel hier gegen Borussia Dortmund. Das Spiel geht jetzt los. Jetzt haben wir da Platz über Carvalho und so ein Pass darf doch nicht kommen. Das ist Kreisklasse, Leute. Jetzt hier Überzahlspiel. Amate läuft durch. Amate, schieß mal rauf da den Ball und den hält Birki wieder erneut. Aber wir sind echt richtig, richtig gut in der Partie drin. Kaum eine Chance für Dortmund und wir drücken da echt gut. Er geht gut raus auf Embolo. Embolo geht da auch gut in die Mitte. Embolo geht da vorbei. Embolo mal mit dem Schuss. Und er wird abgefällt. Stark gemacht von Embolo. Wir drücken hier richtig, richtig gut. Dortmund mit so gut wie keiner einzigen Chance. Aber jetzt hat sich hier noch ein Spieler verletzt. Das ist natürlich nicht so exzellent. Das ist Insigne, wenn ich das richtig sehe. Insigne muss früh vom Platz. Dafür werden wir jetzt Draxler einwechseln. Das ist natürlich belastend, sag ich mal, wenn man so früh schon einen Spieler verletzungsbedingt auswechseln muss. Oh mein Gott, jetzt 1 gegen 1 Aubameyang versus Zuma. Zuma macht das stark. Das will ich sehen. Zuma, krass gut. Oh mein Gott, Aubameyang gegen Jimenez. Jimenez lässt Aubameyang da durch und der darf nicht in die Mitte kommen. Der darf nicht in die Mitte kommen und da ist Benayo das erste Mal da. Glanzparade von Benayo. Jetzt müssen wir aufpassen. Glanzparade von Benayo. Schöner Schuss von Aubameyang. Glück gehabt für Mendy, aber Mendy macht das jetzt gut und schickt da mal Niang. Und Niang kann das jetzt machen, nochmal ganz raus auf... Warum Niang? Warum nicht? Komm, Junge, du bist schnell genug. Niang geht da gut durch. Niang jetzt mit dem Pass in die Mitte und der kommt nicht an. Stark gemacht von Niang. Und es gibt den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter, Leute. Hummels hat Niang anscheinend umgehauen. Ich habe selber nicht gecheckt, dass es dafür Elfmeter gibt. Aber wir kriegen jetzt hier unsere Chance. 70. Minute die Chance. Alles, sage ich mal, in die richtige Richtung zu lenken. Wir kriegen den Elfmeter, Hummels haut ihn um. Ich möchte den ganz gerne nochmal in der Wiederholung sehen, deswegen klicke ich jetzt gerade nicht weiter. Aber richtig, richtig krank erstmal durchgesprintet von Niang, hat er richtig, richtig gut gemacht. Und ich möchte das ganz gerne irgendwie mal von oben sehen, ob es wirklich so Elfmeter war oder nicht. Das war schwierig zu sehen. Also ihr könnt natürlich wieder in den Kommentaren diskutieren, war das Elfmeter oder nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Chance hier von Caligiuri und da war bis jetzt immer recht sicher. Caligiuri mit dem Elfmeter und der geht rein. Birki ahnt die Ecke, aber der war dann doch so platziert von Caligiuri, dass wir hier 1-0 führen im DFB-Pokalfinale. Wolfsburg geht 1-0 in Führung. Jetzt Embolo, komm Embolo, du kannst dich da mal im Zweikampf durchsetzen. Jetzt der schöne Pass auf Draxler, der ist gut und Draxler hat jetzt die Chance, hier die Entscheidung zu machen und er macht die. 90. Minute plus 3, wir gehen mit 2-0 in Führung im DFB-Pokalfinale und haben damit den ersten bzw. den zweiten Titel sicher. Wir haben das Double schon mal sicher, wir gewinnen die Meisterschaft und das DFB-Pokalfinale. Richtig, richtig krass. Und was ich euch nochmal fragen wollte, beziehungsweise was ich nochmal sagen sollte, wenn ihr auf dieser Folge wirklich 200, ich sag mal 200 Likes, wirklich, wenn ihr 200 Likes knacken solltet, und ich mache auch nochmal eine Abstimmung, damit alle nochmal wirklich abstimmen können und die, die ein Like drauf geben können, auch nochmal sonst sagen können, dass sie diese Folge nicht, dass sie diese Karriere nicht mehr sehen wollen. Ich mache eine Abstimmung. Wollt ihr noch eine weitere Saison mit der Wolfsburg-Karriere? Wir sind da jetzt echt die Top-Mannschaft in Europa mit. Deswegen schreibt mal rein, wollt ihr noch eine weitere Saison mit der VfL Wolfsburg-Karriere? Das würde mich echt interessieren, also schreibt es mir rein. Und ich müsste jetzt nochmal aufpassen, dass wir hier nicht noch das 2-1 kriegen, aber ich denke mal, der Schiedsrichter wird es gleich abpfeifen. Einmal gibt es eine Abstimmung und da könnt ihr abstimmen. Wollt ihr noch eine weitere Saison? Wird einfach ja und nein geben. Dann schreibt es mir in die Kommentare meinetwegen noch. Und wenn ihr 200 Likes knackt, das ist so das Mindestziel, was ich dafür haben möchte, dann wird es noch eine weitere Saison geben, weil ich möchte gerne wissen, wie viel von euch interessieren sich jetzt wirklich noch für eine zweite Karriere, beziehungsweise eine dritte Saison sogar schon mit dem VfL. Wir sind ja jetzt wirklich schon in der dritten Saison und oh, Embolo geht ja sogar noch fast vorbei an Schmelzer und es gibt sogar noch eine Ecke und die werden wir nochmal kurz spielen, damit wir das Spiel hier nochmal ein bisschen in die Länge treiben können. Da haben wir jetzt Carvalho. Carvalho, oh, was macht Carvalho da? Den hätte er lieber mit der Hacke besser rausspielen sollen, aber wir gewinnen den DFB-Pokal hier, die Capture-Card läuft noch, da muss ich jetzt ja auch immer drauf achten und haben damit den zweiten Titel der Saison gewonnen. Es freut mich echt riesig, dass wir den zweiten Titel der Saison jetzt auch noch klar machen. Hier haben wir Niang und Zuma und das Kamerateam ist auch schon komplett auf dem Feld.
GG auf jeden Fall auch an Dortmund, die richtig, richtig gut gespielt haben. Aber wir haben den zweiten Titel. Das Double ist schon mal sicher. Und die Mannschaft freut sich wie ich selber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so weit kommen mit der VfL Wolfsburg-Karriere. Weil wir echt einen richtig stockenden Start haben. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt, aber der Start lief echt stockend. Jetzt kommen wir hier zur Verleihung des DFB-Pokals. Und Zuma als Kapitän geht da als letztes rauf. Bei der Meisterschaft war, glaube ich, sogar jemand anders Kapitän noch. Ich glaube, es war Jimenez da. Aber jetzt haben wir hier Zuma, unser Neuzugang aus Chelsea, der dann eine echt exzellente Saison spielt, genauso wie Jimenez. Gefallen mir als Verteidiger besser als Boateng und Mustafi als bei Bayern. Muss ich sagen. Und hier haben wir den Titel. Zuma hält ihn in die Luft und damit ist alles klar. Der VfL Wolfsburg gewinnt den DFB-Pokal und ist damit auch dadurch schon mal sicher international qualifiziert. Natürlich haben wir die Champions League noch in der Liga, aber wir werden selbst dadurch sicher international qualifiziert. Und wir können auch sogar noch das Triple holen, weil es gleich noch weitergeht mit der Champions League. Falls ihr die nicht verpassen wollt, bleibt auf jeden Fall dabei. Die wird es ohne Cuts sogar geben, weil die Abstimmung ungefähr 50-50 lag. Ich kann jetzt nochmal reinschauen, ob die sich jetzt nochmal groß geändert hat. Aber ihr seht das hier, die VfL Wolfsburg-Fans außer Rand und Band. Damit hätten sie wohl auch nicht gerechnet. Nach der Meisterschaft 2009 haben wir jetzt nochmal alles klar gemacht und es steht einfach 51-48%. Man kommt zwar nur auf 99%, aber es steht 51-48% laut YouTube. Warum auch immer die das nur auf 99% da raushauen. Ich weiß es nicht. Hier, deutscher Pokalmeister, der VfL Wolfsburg. Und damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen gegen den VfB. Gegen den BVB, die eine Zeit lang echt gut gedrückt haben. Nach der Halbzeit waren die echt nicht schlecht im Spiel. Hat Benayo uns mit zwei Paraden so ein wenig den Arsch gerettet. Aber dann haben wir es letztendlich doch noch klar gemacht. Ihr seht hier nochmal den Turnierbaum. Dortmund ist da durchgegangen mit dem KSC, mit dem FSV Frankfurt und danach gegen Hertha 3-0 im Halbfinale souverän gewonnen. Wir hatten unseren souveränsten Sieg gegen den ersten FC Union Berlin, wo wir 4-1 gewonnen haben. Leider noch das Gegentor bekommen haben. Das hat mich ein bisschen geärgert während der Folge. Aber ist, glaube ich, auch verständlich, dass ich da lieber einen 4-0 hätte als einen 4-1. So, wir können nochmal Training auf jeden Fall durchführen davor. Vielleicht geht ein Lahajee ja sogar nochmal auf die 70 zu. Ups, da gehen wir gleich nochmal hin. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Lahajee, das könnte echt eine 70 werden. Wenn er jetzt das Training gut macht. Und er macht es leider nur mit einer C, aber er ist nächste Saison auf jeden Fall auf einer 70. Also denkt auf jeden Fall dran an die Abstimmung, wollt ihr noch eine weitere Saison mit dem VfL Wolfsburg sehen? Ich habe aus den Kommentaren davor entnommen, dass es sehr, sehr viele wollen. So, wir schauen jetzt mal rein. Insigne ist natürlich verletzt. Wir simulieren erstmal ein bisschen vor. Beziehungsweise wir gehen erstmal einmal in die Mails rein. Ich bin jetzt gerade komplett durcheinander. Die Jugendspieler wollen weg, das habe ich schon mitbekommen. Das dürfen sie auch meinetwegen, weil das einfach die Spieler waren, die wir echt nicht hochziehen wollten. Spieler des Turniers bekannt gegeben, das können wir uns noch angucken. Und zwar ist Niang zum Spieler des Turniers gekürt worden, des DFB-Pokals, beziehungsweise ist ja auch der deutsche Pokal. Und dann haben wir hier noch VfL Wolfsburg, das haben wir schon. Spieler des Turniers von der Europa League ist Higuain, auch ein richtig, richtig interessanter Stürmer. Mal sehen, wer das Ganze in der Champions League wird. Das interessiert mich auch. Bira Lahajee, Top-Stürmer, das wissen wir selber auch. Müssen sie nicht noch in den Zeitungen schreiben, sonst kriegt er nachher Angebote über Angebote. Der soll ganz gerne bei uns bleiben. Und noch ein Jugendspieler will weg, der ist aber auch okay. Der einzige, den wir da ganz gerne behalten wollen, ist eigentlich unser Keeper. Und der, bei dem sieht es bisher auch noch ganz gut aus. So, wir gehen jetzt in Richtung Pokalfinale, Pressekonferenz. Die können wir nochmal durchführen. Und zwar werden wir unsere Mannschaft nochmal für die geniale Saison loben. Wir müssen die nicht motivieren. Ich bin selbst zufrieden, wenn wir das Ganze verlieren. Aber ich lobe die einfach mal für die geniale Saison, die sie gespielt haben. Echt richtig, richtig krass gute Saison. Und wir werden einfach mal anfangen, wie wir im DFB-Pokal aufgehört haben. Wir werden hier noch Saint-Maximin mitnehmen. Kruse muss leider zu Hause bleiben. Ich komme mit dem selber nicht ganz so gut zurecht. Dafür haut er uns in den Simulationen immer was raus. Kruse ist so ein idealer Simulationsspieler. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht wird er auch bald unseren Verein verlassen. Dafür haben wir aber einen Caligiuri, der sich wieder exzellent bei uns im Team eingearbeitet hat. Auch wenn er nicht komplett fit ist, musste heute ran. Carvalho genauso und Zuma auch, die auch gelb vorbelastet sind. Aber es wird ja sowieso nicht auf die nächste Saison übertragen. Dann haben wir Draxler, Amate, wofür ich sogar auch Arnold spielen lasse. Nur Amate ist irgendwie ein bisschen offensiv gefährlicher. Und da wir Carvalho als richtigen Abräumer hinten haben,
denke ich, kommen wir damit ganz gut zurecht, wenn wir Amate da noch ein bisschen offensiver drin haben. So, ich würde einfach sagen, so gehen wir ins Spiel gegen den FC Bayern München. Und ich hoffe, wir holen hier noch die Champions League. Ich bin zwar nicht böse, wenn wir es nicht holen werden, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Schiedsrichter ist Anthony irgendwas. Wenigstens nicht Heimo Wasserschneider, dann wird es direkt regnen. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie das Wetter ist. Ich trinke jetzt mal einen Schluck, da ich jetzt die ganze Folge durchkommentieren muss, beziehungsweise das ganze Spiel. Und das bin ich auch nicht mehr gewohnt. Normal schneide ich immer so ungefähr die Cuts, wo ich gesprochen habe. Aber jetzt muss ich mal wieder die ganze Folge durchkommentieren. So, ich muss einmal einen Schluck trinken. So, Pokalfinale im Old Trafford auch noch. Bei Manchester United, im Old Trafford, Bayern gegen Wolfsburg, das deutsch-deutsche Champions League-Finale. Richtig, richtig legendär. Hier haben wir die Trophäe. Kommentator bin immer noch ich. Und da haben wir es. Wir sind durch das Elfmeterschießen im Achtelfinale weitergekommen, im Halbfinale. Bayern habe ich nur gerade eben gesehen mit 5 Toren im Halbfinale. Die haben sich da anscheinend ziemlich souverän durchgesetzt. Das sind die Münchner aus Bayern. Man sieht da ziemlich viele bekannte Gesichter. Aber sie hatten da noch irgendeinen transferiert, da bin ich mir sicher, der auch in der Bundesliga ziemlich weit vorne bei der Torkrone war. Hier haben wir Zuma, unseren Kapitän, im Finale. Ist schon ein bisschen furchterregend. Da haben wir die Aufstellung von Bayern München. Neuer am Tor, Bartstuber, Martinez, Benatia. Eine Dreierkette hinten davor, Lahm und Kirchhoff, Vidal. Davor, dann haben wir noch Thomas Müller, rechts und links haben wir Arjen Robben und Ribéry und im Sturm Lewandowski. Ist eine ziemlich offensiv eingestellte Truppe, muss ich mal sagen. Da können wir vielleicht über die Außen ganz gut punkten. Ich hoffe es zumindest mal, hier unsere Mannschaft, sogar mit Jünglingen auf der Bank, mit Laha Ye und Saint-Maximin in der Mannschaft. Jetzt ist, glaube ich, der Jüngste Mbolo. Mbolo müsste der Jüngste hier auf dem Platz sein. Benayo, dann natürlich mit einer unglaublichen Erfahrung im Tor. Und dann würde ich einfach mal sagen, da haben wir unseren Benayo, der mittlerweile auch schon eine 85 hat. Echt legendär. Da kommt ja fast an Neuer daran auf der anderen Seite. Neuer natürlich ein Topkeeper. Über den muss man nicht reden. Und Lahm, der spielt zentral defensiv. Ich habe mich gerade eben gewundert. Lahm, die spielen nur mit einer Dreierkette. Aber der spielt ja zentral defensiv neben Kirchhoff da. Der vielleicht der Schwachpunkt der Bayern sein könnte. Vielleicht über die linke Seite, da haben wir Anthony Taylor, der Schiedsrichter hier in dieser Partie. Und dann geht die Partie los. Das Champions League Finale zweier deutscher Teams im Old Trafford in Manchester. Und das Spiel geht los. Bayern mit Anstoß. Und ich hoffe mal, wir werden hier vielleicht eine ganz gute Partie rausholen. Ich bin aber echt ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war schon mal die bisschen Offensivbewegung. Wir müssen da echt aufpassen. Da wäre fast die erste Chance von Bayern gewesen. Aber vielleicht können wir das ja gleich ganz gut durch den Konter nutzen. Schön gemacht von Kadijuri, der sieht da jetzt Amate. Und da gibt es die erste Großchance für uns. Ich glaube aber nicht im Abseits. Noch ein weiter. Oh mein Gott, das hätten wir besser rausspielen müssen. Dann wäre da vielleicht schon das 1-0 gefallen. Aber die Bayern, die sind da unsicher. Und schön geahnt von Young. Leider gibt es den Abstoß. Aber okay, das geht schon mal ordentlich hier los. Muss man sagen, in beide Richtungen einmal ziemlich gefährlich. Einmal vor Lewandowski da gespielt. Der da dann nicht ganz durchkommt. Und danach waren wir auch schon am Ball. Was dann auch leider nicht ganz durchkommt. Bayern ist eine Mannschaft, die ziemlich offensiv eingestellt ist. Habe ich vorhin schon erwähnt. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ihr seht hier, wie viele Leute da in unseren Reihen rum. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja nicht in den Zweikampf gehen ein bisschen. Aber leider hat es nicht ganz geklappt. Jetzt Amate setzt die Verteidiger da mal unter Druck. Nee, es war Niang sogar. Aber offensiv, defensiv könnte Bayern ihre Schwächen haben. Und jetzt komme ich auf Kadijuri nicht rauf. Oh Mann, das wäre vielleicht ganz gut schon mal gewesen. Oh mein Gott, wir stehen defensiv derzeit nicht so stark. Muss ich ganz ehrlich sagen, da räumt Zuma mal ordentlich ab. Und er könnte jetzt die Kontersituation vorbei. Mir fällt das Wort nicht ein, aber Mbolo macht das gut. Mbolo verliert jetzt leider den Ball. Aber es sieht bisher nicht schlecht aus. Mbolo setzt sich da auch fast nochmal gegen Ribéry durch. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil Ribéry ein schneller Spieler ist, der da vielleicht für die ein oder andere gefährliche Situation sorgen kann. Da gut aufgepasst von Mbolo, da standen wir echt exzellent, sodass Bayern da keine Anspielstation gefunden hat. Und okay, bis jetzt sind wir noch nicht ganz so im Spiel drin. Oh, aber wir sind da, in der Defensive steht Bayern da ziemlich riskant. Muss ich mal sagen, da ist schon der nächste Fehler wieder. Und jetzt können wir da mal durchgehen. Leider ist das Carvalho, aber der kann die Pässe auch auf Niang spielen. Und Niang jetzt mit dem Finesse und der ist drin! 18. Minute.
Wir gehen im Champions League Finale mit 1:0 in Führung durch Niang, dem DFB-Pokalspieler. Der Spieler, der zum besten Spieler des DFB-Pokals ausgezeichnet wurde. Und das ist exzellent. Das ist eine Bewegung, die flüssig läuft. Richtig schön an der Verteidigung vorbei. Und dann hat er auch noch ein Auge in Pfosten. Ist vielleicht noch ein bisschen Glück, aber den hat er echt schön geschlänzt. Neuer ohne Chance, 1:0 für uns. Oh ne, ich muss mich ja wieder dran gewöhnen, dass ich jetzt weiterreden kann. Normal wäre jetzt der Cut gekommen, aber es geht jetzt noch weiter. Wir gehen auf jeden Fall schon mal 1:0 in Führung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Und ich würde mal auch sagen, wir stehen gar nicht mal so schlecht defensiv. Das muss ich auch nochmal anmerken. Jetzt warte ich da, dass Ribéry den Ball hinten rum spielt. Der will das lieber alleine machen und geht da ordentlich ab. Ist auch schneller als Embolo, obwohl Embolo da auch ein bisschen aufholt. Den müsste Benayo haben und hat er auch stark gemacht von Benayo. Jetzt den Ball nicht so werfen. Okay, ich dachte, wir kommen da nicht ran. Deswegen habe ich den da lieber ein bisschen schneller geklärt und den dürfte Mandy haben. Komm, davor, Leute, davor, nicht den Pass in die Mitte spielen lassen und jetzt weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Wir kriegen den Ball gerade nicht weg. Oh mein Gott, war das gerade ein Geklicke da hinten in der Defensive. Niemand wollte den Ball da richtig weghauen und eine Ecke ist bei Bayern gefährlich. Die haben viele kopfballstarke Spieler da in den Reihen und da kommt Benayo raus und den kriegen wir danach nicht weg. Aber jetzt vielleicht nochmal der Konter über Caligiuri. Caligiuri geht da schon mal vorbei, macht der stark. Caligiuri wartet jetzt auf Embolo da ein bisschen. Jetzt auf Embolo da. Der ist jetzt im 1 gegen 1 gegen Lahm. Ich warte, dass da Caligiuri jetzt nochmal mitläuft. Schön gemacht von Caligiuri. Der geht da jetzt in die Mitte, spielt den Ball nochmal nach hinten raus. Da haben wir Fabinho und der verliert den Ball. Und das ist natürlich gefährlich, wenn da unser Defensivmann so weit vorne steht. Aber wir drücken Bayern auch da ganz gut hinten rein, würde ich mal sagen. So, die versuchen sich da rauszuspielen. Neuer ist natürlich ein exzellenter Torwart von der Technik. Aber wir drücken die ganz gut hinten rein. Neuer, hier. Neuer, sag ich schon. Ich sag schon die ganze Zeit zu jedem Neuer. Aber das war, oh Mann, den hätte Mandy mitnehmen müssen. Den hätte Mandy mitnehmen müssen und das gibt natürlich Vorteil. Ich weiß nicht, warum wir hinten so offensiv stehen. Das gefällt mir nicht ganz so. Da kann jetzt Robben eine gefährliche Flanke spielen, der ist nicht im Aus. Oder Benayo, den hast du schön gemacht von Benayo. Benayo ist echt über die Saison hinaus ein richtig, richtig souveräner Torwart geworden. Das gefällt mir richtig, richtig gut, was der da macht. Und Amate gefällt mir auch richtig gut. Das war vielleicht ein bisschen weit vorgelegt von Embolo. Der setzt sich da allerdings durch. Jetzt Embolo mit dem Pass, der kommt nicht an. Draxler kriegt den Ball leider auch nicht. Damit hat Bayern München wieder den Ball. Uiuiui, das ist echt ein hektisches Spiel. Es geht von der einen Seite zur anderen. Wir müssen hier vielleicht hoffen, dass Bayern da ein bisschen Fehler im Aufbauspiel macht, wie der jetzt gerade. Und dann können wir da vielleicht was reißen. Jetzt kommt Embolo. Embolo mit dem Doppelspin und jetzt durchgespielt auf Amate. Der geht leider nicht durch. Aber Caligiuri, nee, Robben wird wahrscheinlich schneller sein. Oh, die spielen hier da gefährlich. Aber wir kommen da nicht trotzdem nicht ran. Obwohl Bayern die da ziemlich gefährlich hinten durchspielt. Komm jetzt aber Amate. Schade, schön gemacht Amate. Und da hätten wir den fast. Aber dann geht Bayern wieder hinten rum und spielt lieber nochmal auf sicher. Da, jetzt haben wir den Ball. Und das war kein Foul, Schiri. Das war kein Foul, schön gesehen. Und da sollte der Ball nicht hin. Außen ist Caligiuri schön gestartet. Aber den wollte er nicht schicken. Und jetzt Lahm da ein bisschen unter Druck setzen. Der ist vielleicht auch... Na gut, Lahm hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Was das da für ein Pass in der Defensive war, das weiß ich auch nicht. Der macht das dann nur gefährlich für die Bayern-Abwehr. Und da kommt Niang fast dran. Bayern kommt derzeit ziemlich schlecht hinten raus. Der Ball wird immer wieder nach hinten gespielt. Und wir drängen die da ganz gut ein. So, Caligiuri. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Jetzt mal raus auf Caligiuri und den spielt er den so ganz schlecht. Also das ist wirklich eines Fußballers nicht würdig, was das für ein Pass da war. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Thomas Müller da nicht durchgeht. Und das ist schon die Halbzeit. Das ging echt schnell, muss ich sagen. Es ging echt unglaublich schnell. Wir führen mit 1:0 zur Halbzeit. Es gab nicht so viele Torchancen. Ihr seht das hier. Sogar natürlich wieder FIFA-typisch, dass das Pfostentor da nicht als Torschuss gewertet wurde. Aber ihr seht, es sind so wenig Torchancen. Hätte ich das jetzt gecuttet, hättet ihr euch wieder gefragt, warum schneidest du da die ganzen Torszenen nicht rein? Aber es gab einfach nicht. Es gab kaum Torszenen in dieser Partie. Ich weiß nicht, ob ich da was reingeschnitten hätte oder nicht. Ich schreibe mir das ja mal auf, wenn da eine gute Torchance passiert. Und oh, ich habe da Caligiuri nicht mehr gesehen. Das wäre am besten. Es wäre auch besser gewesen, hätte er da nicht auf Caligiuri gespielt. Jetzt da ein bisschen mehr Druck. Das wäre nicht schlecht, weil Vidal jetzt nicht unbedingt der schnellste ist. Und ich hoffe mal, dass der Ball da nicht ins Aus geht. Stark gemacht von Caligiuri und auch gut, nicht gut rausgespielt. Da müssen wir vielleicht mal das taktische Foul, jetzt stehen wir gut, jetzt stehen wir gut, das taktische Foul können wir vergessen und Amate holt sich den fast von Lahm und Amate bleibt jetzt auch dran am Bartstuber, ist das da, glaube ich, obwohl Bartstuber spielt er überhaupt, war nicht Benatia und, es war eine Dreierkette, ne, es war eine Dreierkette, ich erinnere mich und da sollten nicht beide vorlaufen, eigentlich sollte sich da nur einer nach vorne bewegen, wir kriegen allerdings den Ball, da die Bayern
da ins Auslaufen jetzt über Draxler. Oh mein Gott, sowas Schlechtes möchte ich hier nicht sehen. Und da gleich der nächste Vierpass raus. Leute, konzentriert euch bitte wieder. Schön gemacht von Mendy, der kriegt den leider nicht volle Linie. Aber jetzt drückt Bayern derzeit. Das wollte ich eigentlich zu keiner Zeit in dieser Partie haben. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit die Partie beherrschen. Und da haben wir jetzt mal den Ball wieder gut gewonnen. Da haben wir den Ball jetzt mal wieder gut gewonnen. Und jetzt könnten wir Mbolo schicken. Und Mbolo sollte schneller sein als Benatia. Mbolo lässt Benatia da jetzt ein bisschen rankommen. Und jetzt spielt er ihn rein. Nein, der sollte eigentlich auf Caligiuri gehen. Caligiuri war da ein bisschen besser, genauso wie Niang. Dann wird er auf den falschen gespielt. Ich hoffe, wir gewinnen das Kopfball-Duell und das gewinnen wir. Aber Bayern steht jetzt defensiv ein bisschen offener. Das gefällt mir. Jetzt können wir da vielleicht die ein oder andere gefährliche Situation vorne herausspielen. Mendy, lauf mal ein bisschen nach hinten, bitte. Mendy, da hinten ist noch jemand. Da hinten sollte dein Gegenspieler sein. Draxler holt sich den fast. Aber Mendy, guckt euch das an. Mendy steht schon wieder komplett falsch. Aber den sollte Jimenez da kriegen. Schön gemacht von Jimenez. Und der ist nicht mal am Aus. Stark. Jetzt Mendy, lauf mit. Und da braucht er fast ein bisschen zu lange. Jetzt da auf Niang durchgesteckt. Oh mein Gott, das war schön gespielt. Das war was, was man im Fußball sehen möchte. Aber leider kommt er nicht durch. Jetzt müssen wir aufpassen auf Thomas Müller da. Aber den sollte Jimenez wieder kriegen. Jimenez ist echt... Also unsere Verteidigung, unsere Defensive hier steht echt wie eine 1. Wie eine 1 steht die richtig, richtig souverän. Jetzt da Niang mal schicken. Er kriegt ihn nicht ganz, aber er kann ihn nochmal ablegen. Und jetzt da raus auf Caligiuri. Caligiuri kann da vorbeigehen, macht er nicht gut. Das war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber jetzt Mbolo macht das stark. Mbolo jetzt mit dem Pass auf Niang und der könnte da rankommen. Stark oder schade oder sonst was. Es war knapp. Wir hätten fast die große Chance bekommen. Aber Bayern kommt jetzt derzeit auch offensiv nicht ganz so doll mehr rein. So, wir können jetzt nochmal die Seite hier verlagern. Auf Mendy da. Mendy jetzt den Pass auf. Auf Caligiuri ist das, glaube ich. Nicht Caligiuri, ich meine Cavalli. Und der spielt den Pass einfach nicht. Ich habe Pass gedrückt, aber er wollte den Pass nicht abspielen. Das ist ein Foul. Da ist das Bein zwischen. Bei Bartstuber war das, glaube ich. Bei Bartstuber und den Ball. Oh, jetzt kommt Özil noch rein für Vidal. Also die haben auf jeden Fall auch einen ordentlichen Spieler da verpflichtet. Und jetzt erstmal hier raus. Komm, Draxler, nimm mal Tempo auf. Und jetzt Caligiuri, lauf mal nach vorne. Caligiuri, du hättest da mal ein bisschen früher starten können. Und das ist für mich dann aber auch ein Foul, Schiri. Das ist das gleiche in grün gewesen. Nur, dass unser Spieler da nicht so theatralisch hinfällt. Wie ein Arjen Robben. Oder sonst wer. Aber Arjen Robben ist dafür ja besonders bekannt. So. Oh, den Ball kriegen wir fast. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir defensiv nicht ganz so gut stehen. Was das von Lewandowski werden sollte, weiß ich nicht. Jetzt stehen wir hier hinten allerdings ganz gut. Den können wir mal ablegen. Und jetzt der Ball da raus auf Niang. Mbolo muss da jetzt in die Mitte starten. Und er startet Mbolo in die Mitte. Das könnte es jetzt werden. Oh mein Gott, ich habe es zu spät gesehen, dass Lahm da so gut reingegrätscht ist. Komm, Fabinho, du stehst auch ziemlich... Also Außenverteidiger sind ziemlich offensiv dabei, den hat Zuma, aber da meine ich eben, diese Verteidigung ist, ich vergesse es, aber diese Verteidigung, die steht echt unglaublich gut, auch wenn dieser Pass von Zuma gerade richtig unverständlich war. Coutinho kommt auch noch rein, einer, ich sag mal, so war mein Lieblingsspieler derzeit im Real Life, aber nein, steht auf, Leute, steht auf! Es kann nicht sein, dass sie sich selber umrennen. Özil, zum Glück ist Özil eher einer, der dafür bekannt ist, dass er Vorlagen gibt. Aber da dürfen wir echt nicht so umfallen. Wir werden jetzt nochmal wechseln. Ich werde hier Arnold reinbringen, damit wir nochmal ein bisschen defensiv stark stehen. Und wir werden nochmal auf ein paar Konter hoffen. Und dann nochmal ein paar laufstarke Offensivkräfte reinbringen. Und das werde ich so machen. So werden wir es machen. So können wir vielleicht nochmal über Konter stark werden. Lahaye bleibt dann zwar draußen, aber ich versuche so mein Bestes. So, Arnold, gewinnt den Zweikampf bitte. Stark gemacht von Arnold. Jetzt der Pass da raus und der kommt gut. Und Munir ist frisch. Munir ist frisch, der kann da nochmal anziehen. Munir geht da hoffentlich am Bartstuber vorbei, macht er gut. Munir macht das richtig stark und jetzt kann er den Ball nochmal zurückspielen. Da haben wir Cavallo. Der spielt den... Alter. Ich fand eigentlich, dass da eine Namate nicht schlecht stand. Mein Gott. Habt ihr gerade eben schon wieder gesehen, Amate stand so schön, so traumhaft. Den hätte man nur anspielen müssen. Und dann machen sie da irgendwas. So, Kopfballduell wieder gewinnen, stark gemacht. Und dann hier den Angriff starten. Schön gemacht. Munir ist da schnell auf jeden Fall. Munir macht den Fehler gegen Robben. Munir soll da dranbleiben an Robben. Macht er nicht schlecht. Und der Ball geht ins Aus, Neuer. Vielleicht können wir hier auch noch das 2-0 rauflegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, machen wir es hier schnell wieder. Nein! Der legt ihn sich viel zu weit vor. Das war doof. Das war richtig doof. Dadurch können wir jetzt hier einen gefährlichen Konter kriegen. Aber unsere Verteidiger stehen gut. Unsere Verteidiger stehen wie immer exzellent. Die will ich auch echt nochmal loben, weil die Verteidiger, die fallen mir so gut. Jetzt können wir noch einen Angriff kriegen.
über Embolo. Embolo geht da stark in die Mitte, legt ihn sich dann zu weit vor, aber holt ihn sich wieder. Nicht. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle, echt. Dafür Carvalho stark. Carvalho richtig stark. Jetzt Munir, lauf da. Nein, das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Oh Mann, ihr merkt auch, ich bin auch nervös hier jetzt gerade. Aber das Spiel geht nicht mehr lange. Das Spiel geht nicht mehr lange. Die Bayern machen Fehler. Die Bayern machen Fehler und es gibt nochmal einen Freistoß. Nein, gibt's nicht. Wir holen das Triple nach Wolfsburg. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Mir sind die Tränen nicht ganz in den Augen, so wie Gustavo, will ich da fast sagen, wie Arnold da. Aber ich bin echt überglücklich, dass wir es hinbekommen haben. Wir haben es echt geschafft, mit dem VfL ins Champions-League-Finale zu kommen. Das zu gewinnen, ins DFB-Pokal-Finale zu kommen. Das zu gewinnen und die Meisterschaft zu holen. Das heißt, wir haben es hier gerade geschafft, das Triple nach Wolfsburg zu holen. Unglaublich. Und echt einen riesen Respekt an diese Mannschaft hier. Einen riesen Respekt an diese Mannschaft, wenn ich überlege, wie geil man mit dieser Mannschaft spielen kann. Das ist echt traumhaft. Hier haben wir Zuma, den Kapitän, mal wieder am Start, der gleich das dritte Mal einen Titel hochheben darf. Diesmal die Champions League Trophäe. Davor war es schon der DFB-Pokal. Und nicht zu vergessen, ich glaube aber, das war Jimenez, hat die Meisterschale auch hochgehoben. Das Ganze durftet ihr nicht sehen. Aber ich, und damit ist es klar, Wolfsburg holt das Triple nach Deutschland, beziehungsweise zwei Titel sowieso in Deutschland, aber den Champions League Titel nach Deutschland. Und damit holen sie das Triple für sich. Das ist, glaube ich, historisch für Wolfsburg. Also es geht echt in die Historie ein. Ihr habt gerade eben gesehen, wo da oben dieses grüne Zeug da geflogen ist. Ich weiß nicht, wer das abwirft, irgendein Flugzeug da im Himmel. Aber wir haben es echt geschafft. Wir haben es echt geschafft, auch wenn der Sound, glaube ich, ein bisschen asynchron ist. Kommt mir zumindest so vor. Aber richtig, richtig stark. Ihr seht da, das Publikum rastet aus. Aber was soll man auch machen, wenn Wolfsburg, was niemand gedacht hätte vor der Saison, wir haben uns gerade eben für die Champions League qualifiziert letzte Saison, das Triple holt. Echt unglaublich. Unsere Ersatzspieler sind auch voll dabei. Ich weiß zwar nicht mal, wer die ganzen Ersatzspieler sind da. Die kommen mir gar nicht bekannt vor. Ich sehe da, glaube ich, einen Lahaye, sehe ich da, glaube ich. Denn Schürrle habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber echt historisch für den VfL und wir haben es geschafft mit dem VfL. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt nach der, man sagt ja immer, auf dem Höhepunkt soll man gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt wollen wir jetzt gehen? Da seht ihr Champions League Cup Meister übrigens, der VfL Wolfsburg. Sollen wir jetzt zum Höhepunkt gehen oder sollen wir noch eine Saison hinten dran hängen? Normal würde ich als Trainer sagen, ja, wir haben jetzt alles geholt mit dem VfL, ich würde jetzt aufhören. Boah, war das ein langweiliges Spiel, kaum Torschüsse. Aber ihr könnt das natürlich entscheiden. Wollen wir noch eine Saison hinten dranhängen beim VfL oder wollen wir es sagen, ja, auf dem Höhepunkt verlassen wir den VfL. Wir bleiben da in guter Erinnerung mit dem Triple und verlassen jetzt den VfL. Wir schauen nochmal raus, wer da jetzt Torjäger geworden ist, Top-Torjäger in der Champions League. Ich weiß nicht, ob da einer von uns mitspielen konnte oder nicht. Vielleicht geht Lahaye jetzt dieses Jahr noch auf die 70 hoch. Das wäre natürlich auch ein Traum. Lahaye, nein, der will nicht so gut trainieren irgendwie. Der hat irgendwie keine Lust. Der will anscheinend die 70 nicht erreichen. Das ist natürlich schade, aber nächstes Jahr wird das auf jeden Fall erreichen. Ist einer der Spieler, wo ich am meisten Potenzial drin sehe, sage ich ganz ehrlich. Spieler des Turniers ist Jesse Rodriguez. Ich weiß zwar nicht, wo Real ausgeschieden ist, aber es wundert mich schon ein wenig, weil Real ist, glaube ich, ziemlich früh ausgeschieden. So, Kruse wieder nicht im Team, also das ist... Er war im Team, nee, er war auf der Bank, er war auf der Reservebank sogar. Und hier der VfL mit Champions Cup Sieg, das freut mich auf jeden Fall. Heuberg trifft auf seinen Ex-Verein, das haben wir auch gelesen, beziehungsweise gesehen, mitbekommen. Aber wir haben hier wirklich alles geholt, was zu holen war. Wir schauen uns jetzt gleich noch die anderen Ligen an. Jugendspieler löst Vertrag auf, das ist auch in Ordnung. Aber wir schauen uns jetzt gleich noch die anderen Ligen an, wie das Ganze so ausgegangen ist. Und dann entscheidet ihr höchstpersönlich, sollen wir noch eine Saison hinten dran hängen? Also 200 Likes möchte ich auf jeden Fall sehen und danach geht es nach der Abstimmung, ob ihr noch eine Saison hinten dran gehangen haben wollt oder nicht. Natürlich gucke ich mir auch die Kommentare an. Wenn mir dann ein Kommentar richtig schlüssig vorkommt, wie ich zum Beispiel selber sage, auf dem Höhepunkt abdanken oder sowas, dann könnte es auch sein, dass ich nicht nach der Mehrheit gehe. Aber normalerweise sollte ich eigentlich nach der Mehrheit gehen, außer es ist wieder so eine knappe Entscheidung wie hier, wo es wirklich vorhin 50-50 stand. Also ihr habt gesehen, 51-48%. Also auch wenn YouTube da nur mir die 99% reingibt. Und jetzt mittlerweile steht es 55-45. Also es ist auf jeden Fall mega knapp. Ich habe es jetzt, glaube ich, ganz gut gemacht, dass wir es so einigermaßen geteilt haben. Wir schauen uns jetzt natürlich nochmal die Tabellen der anderen Ligen an. In Argentinien die Boca Juniors, aber da ist ja erst die Winterpause. Das heißt, das ist komplett uninteressant. In Australien gewinnt Melbourne Victory. Ich weiß gar nicht, ob es Melbourne Victory ist. Ich kenne die australische Liga nicht ganz so. Dann in Belgien erst die Anderlecht und Club Brügge, danach Gent. Also die ganzen Standardvereine da vorne in
Belgien auf jeden Fall, danach kommen wir. Chile ist jetzt nicht so interessant. Deutschland, das wisst ihr mittlerweile alles, die zweite Liga dürftet ihr auch wissen, das Aufstiegsspiel bestreitet 1860 gegen Bochum, das hatten wir letztes Mal glaube ich auch schon. Dann haben wir Dänemark. In England gewinnt Chelsea punktgleich mit Manchester City, danach kommt Arsenal, danach kommt Tottenham Hotspurs und absteigen wird hier... Oh, wow, wow, das sind sogar Vereine wie Stoke City dabei, also es ist auf jeden Fall interessant. Die haben auch, ja, die haben schon alles gespielt, ich war gerade eben noch nicht sicher, ob da jetzt wirklich der letzte durch ist. Und hier sehen wir dann noch Leicester City, steigt wieder in die erste Liga auf. Dann haben wir es in Frankreich, eine Überraschung meiner Meinung nach. Olympique Marseille gewinnt die Liga und zwar mit 11 Punkten Vorsprung vor PSG. Das ist auf jeden Fall eine riesige Überraschung für uns. Hier gewinnt Juventus Turin, keine großartige Überraschung. Dann haben wir hier noch Ligen, die mich jetzt nicht so interessieren. Ihr könnt natürlich Stopp machen, wenn euch da irgendeine Liga interessiert. Hier gewinnt Feyenoord, danach PSV Eindhoven und danach Ajax Amsterdam. Ja, absteigen könnt ihr auch nochmal anschauen. Aber ich weiß gar nicht, wie das so ist mit dem Absteigen überhaupt, wenn es nur eine Liga dabei FIFA gibt. Das habe ich noch nie drauf geachtet. Denn in Portugal gewinnt Porto Benfica und danach kommt Sporting. Und dann dürfte es... Hier haben wir noch Russland, das ist auch vielleicht ganz interessant. Da gewinnt Zenit. Danach kommt ZSK Moskau, danach kommt Lokomotiv Moskau und danach kommen auch die ganzen anderen Moskau-Vereine. Hier haben wir zig Vereine mit all drin, aber die will ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. In Schottland keine große Überraschung, Celtic. Dann haben wir hier Malmö FF bei Schweden und dann Basel gewinnt in der Schweiz. In Spanien gewinnt Real Madrid punktgleich mit Barcelona. Das ist jetzt sowieso auch gerade in echt wieder spannend geworden. Barcelona will das da gerade nochmal ein bisschen anheizen und verliert gerade alles irgendwie. In der Türkei gewinnt Fenerbahce und danach direkt gefolgt von Galatasaray. Und ich überlege gerade hier, wo haben wir den 8. auf Platz 4, ist Besiktas. Habe mich gerade schon ein bisschen gewundert, wo die denn sind. Und LA Galaxy wird hier Zweiter in der... Liga in den USA. Genau, Earthquakes wird Erster. Dann haben wir hier noch Österreich. RB Salzburg ist, glaube ich, keine großartige Überraschung. Dann haben wir dahinter Rapid Wien und Austria Wien. Sturm Graz. Und dann sind wir schon direkt durch. Achso, hier natürlich in den USA haben wir auch erst die Hälfte der Saison gespielt. Habe ich nicht erwähnt. Und ja, das soll es dann auf jeden Fall von diesem Karrieremodus gewesen sein. Vielleicht, je nachdem, was ihr da so sagt, auf jeden Fall... Denke ich mal, dass 200 Likes auf jeden Fall auf dieser Folge drin sein sollen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Saison hier mit dem VfL richtig gefallen hat. Wir haben die Champions League nach Wolfsburg geholt. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und dann noch das ganze Triple vor allem. Richtig, richtig krass. Es freut mich auf jeden Fall, dass diese Karriere so gut angekommen ist bei euch jetzt letztendlich noch. Am Anfang war da so ein bisschen Stocken drin. Mittlerweile kommt die echt richtig, richtig gut bei euch an. Und wir haben jetzt auch noch das Triple nach Wolfsburg geholt. Also entscheidet auf jeden Fall in den Kommentaren mit der Abstimmung und mit den Likes, ob ihr diese Karriere noch weiterhin sehen wollt. Das entscheidet sich nachher bei mir sozusagen. Ich schaue mir das Ganze so an und werte das so ein bisschen aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge hier auch gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle, die mich jetzt schon seit dem Anfang dieser Karriere unterstützen. Und vielen Dank auch an alle, die mittlerweile eingestiegen sind, sodass wir mittlerweile 5000 Abonnenten haben. Vielen Dank an alle Leute, die mich tatkräftig unterstützen und immer meine Videos schauen. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.